Als ich angefangen habe, meditativ oder mental an mir zu arbeiten, hat sich ja meine Geschichte verändert. Ne? Das, was vorher unsicher war, das, was ängstlich war, hat angefangen, recht schnell umzuschwingen. Auf einmal wusste ich, ich gehe nach Hause und ich wusste, ich würde es überleben. Herr Klasanovic, Sie haben ein überaus beeindruckendes Buch geschrieben mit dem Titel Ich war in der Hölle und fand das Paradies in mir. 8 Jahre in Thailands härtestem Knast. Sie schildern darin, wie Sie sich, um psychisch nicht kaputt zu gehen, radikal für einen spirituellen Weg entschieden haben. Darüber möchte ich gern mit Ihnen sprechen, aber zunächst bitte ich Sie zu erzählen, wie es eigentlich zu dieser Inhaftierung gekommen ist. Der Schicksalstag für Sie war der 30. April 2011. Ganz genau. An diesem Tag hat sich mein Leben sozusagen geändert. Da davor begann das Ganze schon mit 18 Jahren. Ich habe Deutschland verlassen, bin nach Gran Canaria gegangen, habe dort in der Touristenbranche einen Job bekommen bei einer großen englischen Agentur. Da ging es um Marketing und so hat mich auch der Weg irgendwann mal nach Thailand gebracht. Dort habe ich dann auch eine Freundin gehabt, eine Tochter bekommen und habe mir ein recht schönes Leben aufbauen können. Wann war das, als Sie nach Thailand gegangen sind? Das erste Mal schon im Jahr 2000, genau. Und wurde dort gleich zu einem Street Captain, hat man das genannt, befördert und hatte ein kleines Team. Und so bin ich jedes Jahr im Winter dort mit einem kleinen Team rübergegangen und im Sommer meistens auf Ibiza oder eben Mallorca, Teneriffa, Gran Canaria. Und so war das, dass ich in Thailand dann zu meiner besten Zeit 3 Hotels geleitet habe, das Marketing ungefähr 300 Leute unter mir hatte und mir ein doch recht gutes Leben aufbauen konnte. Das heißt, ein schönes Haus, einen sportlichen Wagen, Motorräder. Und man war sehr jung und hat sehr viel Wert drauf gelegen, was man besitzt. Und das durfte man auch gerne zeigen. Ne? Und ich muss auch dazu sagen, mein Leben hat recht früh auch in einer gewissen Partyszene angefangen. Man hat zwar viel Geld verdient, ich war recht jung, habe 5-stellig verdient monatlich und habe so auch einen gewissen Lebensstil geführt, der ein bisschen so exzessiv war. Alkohol, Drogen, Diskotheken, also Kokain, das war für uns damals was völlig Normales. Man hat sich darüber nicht viele Gedanken gemacht. Ja, und so kam es auch, dass ich zwar noch nie Drogen verkauft habe, ich hatte gar keinen Grund dazu, ein Drogendealer zu sein, aber an diesem besagten Tag einem Freund von mir eine Telefonnummer weitergereicht habe, wo er sich selber und einem anderen Kollegen für eine Party etwas besorgen konnte. Was aber mein Kollege nicht wusste, ist, dass dieser Freund, mit dem er diese Party organisieren wollte, ein Mitarbeiter der Polizei war, beziehungsweise ein Informer. Mit dem hat er gerade eine Party mit Drogen organisieren wollen. Und so war das, dass ich auch eingeladen war auf dieser Party, bin dort angekommen. Wenig später kam auch der Drogendealer und die ganze Gegend war umzingelt von Polizei. Man hat nur darauf gewartet, dass der kommt. Und so hat die Verhaftung eben dann stattgefunden. Wie ging es nach der Verhaftung weiter? Hatten Sie eine gute Rechtsvertretung? Gab es eine Gerichtsverhandlung, wie wir sie uns vorstellen würden? Ja, nachdem mein erster Anwalt mir ein Angebot gemacht hat, dass er durch eine Zahlung von 2.500 Euro mit dem Staatsanwalt sprechen könnte und ich 5 Jahre Haft bekommen würde, habe ich das erstmal abgelehnt. Ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Also für das, was ich gemacht habe, kann man doch keine 5 Jahre bekommen. Ne? Ich bin ja nicht der Verkäufer und auch nicht der Käufer. Und ich habe auch schon der Polizei meine Tat zugegeben, dass ich die Telefonnummer weitergeleitet habe. Die Polizei hat mir auch Mut gemacht und gesagt, du hast hier wirklich gute Chancen, rauszukommen. Ne? Du musst halt einfach bei der Wahrheit bleiben. So habe ich einen neuen Anwalt bekommen, der ein Schweizer Herr war, eine Anwaltskette in Thailand hat und der mir dann auch
diesen Mut weiterhin zugeredet hat, hat gesagt, wir müssen halt hier jetzt vor Gericht gehen, aber sie werden ihren Fall gewinnen, ganz klar. Man hat dann auch Kaution versucht, die Kaution waren 50.000 Euro. Was heißt gewinnen in dem Zusammenhang? Dass man eben seinen Fall vor Gericht auch gewinnen wird. Man wird freigesprochen. In Thailand wäre es keine Straftat, eine Telefonnummer weiterzureichen, solange man nicht Drogen an sich hat oder irgendein Gewinn daraus schlägt. Man hat ihnen also einfach nicht geglaubt, dass sie nur eine Telefonnummer weitergegeben hatten. Mein Problem war, dass dieser gewisse Anwalt etwas anderes vorhatte. Er hat ja dann leider Gottes die 50.000, beziehungsweise dann waren es schon 52.000 Euro, hat er bekommen von meiner Mutter zugesprochen, obwohl ich meiner Mutter damals gewarnt habe, sie soll das Geld bitte wieder zurück auf mein Konto machen. Er hat sie aber gut bereden können, dass er dieses Geld bräuchte, um reagieren zu können, wenn es drauf ankommt, um mich da rauszuholen. Und sie hat am letzten Tag noch ihm das Geld überschrieben. Ich habe davon erst später erfahren. Und so kam der Tag, wo der Anwalt kurz vor meiner Aussage, die ich jetzt vor Gericht machen soll, kam er zu mir ins Gefängnis und hat gesagt, ich sollte jetzt meine Aussage doch bitte ändern. Ich sollte aussagen, ich würde die anderen Beteiligten, die mitverhaftet wurden, gar nicht kennen. Sondern ich war, weil an diesem Ort, wo diese Party organisiert war, auch eine Tankstelle war, ich war doch an dieser Tankstelle nur tanken und habe dann da ganz viel Aufruhr gesehen und die Menschen waren am Rennen und mit Pistolen und ich hätte Angst bekommen und wäre dann einfach mitgerannt. Und so hätte man mich verhaftet. Ich habe natürlich gleich dem Anwalt gesagt, das geht ja gar nicht. Ich habe doch vor der Polizei schon meine Aussage gemacht und vor allem habe ich die auch unterschrieben. Ich habe ja schon erzählt, was alles passiert ist. Und er hat aber gesagt, nein, der hat sich mit der Polizei schon besprochen. Die Polizei hat ihm das auch geraten. Ansonsten würde ich hier nicht rauskommen. Und nach ein paar Tagen überlegen, habe ich den Weg genommen, den mir der Anwalt geraten hat. Ich saß dann vor dem Richter, habe die Geschichte erzählt und später kam die Polizei und hat ihre Aussage gemacht. Und das war so, dass die haben immer wieder meinen Freund, der neben mir saß, der auch mit mir im Gefängnis war, immer wieder auf ihn gezeigt, immer wieder seinen Namen genannt und immer wieder diesen ganzen Abend geschildert, wie doch er diese Drohung organisiert hätte. Also sie haben bis zum Schluss mich nie erwähnt. Ich habe immer wieder die Übersetzer gefragt, was ist denn los? Wieso reden die nicht über mich? Und die haben gesagt, nein, bis jetzt noch gar nichts. Bis der letzte Polizist aufgestanden ist und dann über mich erzählt hat und gesagt hat, dass wir können diesen Mann hier, der dort sitzt, dieser Herr Klasanovic, gar nicht einschätzen, wo er mit diesen Leuten genau zusammenhängt, was er damit zu tun hat. Wir können aber hier nur eins bestätigen und sagen, dass er, Herr Richter, Sie das letzte Mal angelogen hat. Er kennt diese Menschen, er kennt diesen Herrn, der neben ihm sitzt. Das ist einer seiner Kollegen, seiner Freunde. Ja? Das heißt, wir wissen nicht, wieso er hier vor Gericht Sie angelogen hat, aber wir können Ihnen eins sagen, die kennen sich. Und das ist eine organisierte Gruppe und wahrscheinlich auch eine organisierte Bande. Die Polizei war sehr, ja, kann man sagen, enttäuscht über mich, dass ich so eine Aussage gemacht habe. Ich natürlich immer wieder meinen Anwalt angeschaut, der mich gar nicht beachtet hat. Ich habe in diesem Moment gemerkt oder gewusst, dass er mich hat reingelegt. Also er hat mich hier zu einer Geschichte überredet, die überhaupt nicht wahr war. Die Polizei wusste nichts von so einem Deal oder von einer Absprache. Das heißt, die Änderung in Ihrer Aussage hat dazu geführt, dass Sie einfach völlig unglaubwürdig gewirkt haben. Absolut. Die Polizei war sauer, die hat mich dann als Gang mit abgestempelt, hat gesagt, er muss zu denen dazugehören, er hat hier gelogen, er kennt die Leute und somit sind die auch alle unter einer Decke. Und jetzt kam der Tag der Verurteilung, der Richter stand auf, wir wurden dann alle zu 13 Jahren verurteilt. Der Richter hat der Polizei geglaubt und mein Anwalt hat sich erst mal 2 Wochen gar nicht blicken lassen. Ich wusste nicht, was los ist. Nach 2 Wochen kam er dann mit der Begründung, dass irgendetwas wäre schiefgelaufen, ne? Und dass jemand, der dem Richter wohl verdeckte Beweismittel untergejubelt hätte. Er hätte wohl verdeckte Beweismittel dem Richter gegeben und somit
wurde ich mitverurteilt. Etwas, wo er keinen Einfluss drauf hatte. Aber ich wusste ja, dass er mich da reingelegt hat. Ich habe das ja vor Gericht mitbekommen. So habe ich dann ihm auch gesagt, passen Sie auf, ich möchte Sie in meinem Leben nie wiedersehen. Sie machen mich wirklich krank. Ich hatte das Gefühl, wäre diese Scheibe nicht zwischen uns gewesen, dass ich diesem Herrn etwas hätte antun können. Wie haben Sie auf das Urteil reagiert? Wussten Sie, was Sie erwartet? Nein, also ich wusste, dass die Strafe natürlich keine geringe wird, aber dass wir 13 Jahre bekommen, hätte ich nie gedacht. Und vor allem nicht für das, was ich gemacht habe. Ich habe immer noch geglaubt, dass irgendwie der Richter hier das einsieht, dass ich nicht der Dealer bin. In so einem Moment hat man keine Gefühle. Es war nicht so, dass ich irgendwie angefangen habe zu weinen oder emotional wurde. Für mich persönlich war es so, ich war komplett leer. Da war gar nichts, kein Gedanke, keine Emotion. Ich saß nur da und war völlig leer. Da war eine absolute Leere in mir. Es hat sogar sehr lange gedauert, bis diese Leere sich mit irgendetwas hätte füllen können oder ein Anzeichen von einem Gedanken, Emotionen. Man könnte sagen, das ging über Stunden, wo ich nur saß, auch in der Zelle und nur geatmet habe. Mir kam da nichts in den Kopf. Und langsam wurde Ihnen dann bewusst, dass sich mit diesem Urteil Ihr ganzes Leben verändert hat. Genau. Und mein Freund eben, der war sehr emotional im Gegenteil zu mir. Also er hatte auch schon vor Gericht angefangen zu schreien und später die ganze Zeit in der Zelle und hat gesagt, nein, das können wir nicht akzeptieren, wir müssen weitermachen, wir wurden reingelegt, wir sind ja keine Dealer. Und ich habe dann einen neuen Anwalt bekommen, der mir davon abgeraten hat. Er hat gesagt, das wäre Thailand, das wäre sehr schwierig, ich wäre Ausländer und der König von Thailand wäre doch schon sehr krank. Es könnte sein, dass eine große Amnestie kommt, man würde dann freigesprochen. Er hat gemeint, es würde Jahre dauern, bis ich die nächste Instanz überhaupt sehen würde. Und dann gab es noch die Chance, nach Deutschland überstellt zu werden, nach 4 Jahren. Zu dem Zeitpunkt saß ich schon 1 Jahr und 3, 4 Monate. Und dass ich doch dann lieber den schnellsten Weg nach Hause suchen sollte. Weil wenn ich in die nächste Instanz gehe, dann geht es auch nicht mit der Überstellung nach Deutschland. Man könnte da nichts vorbereiten. Und so habe ich geglaubt, ich mache jetzt den richtigen Weg. Ich werde das einfach hinnehmen und nicht in die höhere Instanz gehen. Mein Freund, der Erstbeschuldigte war, in Thailand gibt es dann diese Stufung, Erst-, Zwei-, Drittbeschuldigte, er war der Erste. Er ging in die höhere Instanz. Nach einem Jahr wird er schon vor Gericht gerufen. Mich hat man auch eingeladen. Und der Richter fängt an zu lesen und sagt, dass die höhere Instanz glaubt, dass das eine gestellte Operation war, dass wir tatsächlich nicht die Dealer sind und dass der gewisse Herr, der neben mir saß, mein Freund, heute freigesprochen wird. Und ich saß da, habe dann den Übersetzer angeschaut, den Richter angeschaut, habe meine Hand gehoben, habe gesagt, ja, Entschuldigung, und was ist denn mit mir? Ich bin ja der Drittbeschuldigte. Also, ja, Sie können ja lesen, ich habe ja am wenigsten da jetzt mit was zu tun. Ne? Ja, und er hat dann seine Unterlagen nochmal angeschaut und hat sich dann bei mir tatsächlich entschuldigt. Er hat gesagt, es tut ihm leid, aber ich habe keinen Einspruch eingelegt. Und aus dem Grund kann ich heute nicht gehen, sondern nur der Erstbeschuldigte. Und so war das, dass ich eben weiterhin im Gefängnis blieb. Wie haben Sie diese Zeit im Knast anfangs erlebt? Wie geht es in einem thailändischen Gefängnis zu? Also für jemanden, der noch überhaupt keine Gefängniserfahrung hat, so wie ich damals auch, ist es ein unvorstellbarer Ort. Man ist 2 bis 4 Wochen in einem Zustand, wo man mindestens 5-mal am Tag immer wieder den Kopf schüttelt und sagt, das ist doch nicht wahr, das kann doch nicht wahr sein, dass es so einen Ort gibt. Das war auch der Grund, wieso ich sofort mit einem Tagebuch angefangen habe, weil ich gedacht habe, ich muss das alles aufschreiben. All diese Eindrücke, was hier passiert. Unvorstellbar. Ich habe auch noch nie einen Film angeschaut, einen Hollywood-Film, der irgendwie in der auch nur Ähnlichkeit das beschrieben hätte können. Meine erste Zelle waren 120 Quadratmeter. An dem Tag meiner Ankunft waren wir 180 Leute in dieser Zelle.
Am Tag meiner Verlegung nach Bangkok waren wir 300 Leute. Es gab also immer große Räume, in denen sich sehr, sehr viele Menschen befanden. In Phuket ja, später in Bangkok habe ich eine Zelle gehabt mit 60 Quadratmeter und da waren wir in Spitzenzeiten 75 Leute und in der VIP-Zelle, in die ich nach 4 Jahren kam, waren wir 55 bis 60 Leute auf 60 Quadratmeter. Abgezogen die Toilette und einen großen Wassertank, der noch mit im Raum drin war. Ja, es ist alles sehr anders, als man Gefängnis sich vorstellen kann. Wenn man zum Beispiel zum Essen geht, schreiten 2000 Menschen durch ein kleines Tor, zwängen sich durch. Da ist keine Ordnung, da ist keiner in die Reihe stehend, sondern du zwängst dich durch dieses Tor, die Stärkeren zuerst, beziehungsweise erstmal die Gangs und die Mafias. Wenn man dann neu ankommt, ist man immer am Schluss dran. Dann wird das Essen geteilt, da steht man dann in einer Reihe. Aber auch da ist es so, dass bevor man das Essen bekommt, haben die was zu sagen haben im Gefängnis, sich schon das Beste rausholen lassen. Die haben Beziehungen in der Küche, das heißt, das Beste wäre dann mal auch etwas vom Hühnchen zu sehen, außer die Füße und den Kopf und die Federn. Und beim Schwein ist es auch so, dass wenn es einen Tag gibt, wo es auch mal Schweinefleisch gibt, dann kriegst du am Schluss wahrscheinlich nur die Haut und die Borsten. Aber ja, und beim Gemüse ist es auch so. Es hat mich sehr lange gedauert, bis ich dann auch mal in dieser Hierarchie aufgestiegen bin und etwas mehr als nur eine Brühe und Reis bekommen habe, sondern auch mal etwas vom Gemüse und vom Fleisch. Das dauert. Inwieweit hat es in der Hierarchie eine Rolle gespielt, dass Sie Europäer sind? Eine ganz große Rolle. Europäer ist man immer, auf zweit oder auf der dritten Stufe. In Thailand sind erstmal ihre eigenen Leute die wichtigeren. Dann hat man die anderen Asiaten, man könnte sagen, alle anderen wie Japaner, Koreaner und was es noch in Asien so gibt. Die werden dann in der Regel so als zweite eingestuft. Dann kommen wir, die weißen Ausländer und dann kommen die Dunkelhäutigen, die Afrikaner. Und ja, es ist überall zu erkennen, dass es dieses System gibt. Beim Schlafplatz, ich habe monatelang nur auf der Seite geschlafen. Da kann man sich vorstellen, wenn man weniger als einen Quadratmeter hat, dann liegen wir entweder auf der linken oder auf der rechten Seite. Man steckt sich irgendwas zwischen den Kopf, was man hat. Also es gibt da keine Betten oder Matratzen, sondern wir liegen auf dem Fußboden und ich habe sehr, sehr lange auf einer Coca-Cola-Flasche geschlafen, auf einer plastischen, das heißt bestimmt 2-3 Monate. Und man hat die Füße von dem anderen in einem Scherensystem. Das heißt, ich stecke mir meine in seine sozusagen, habe seine Beine hier, er hat meine dort. Und so werden wir gepackt sozusagen. Man hat auch diese Reihe der Neuankömmlinge, die Sardindosenreihe genannt, weil man sich so fühlt, man kann auch nicht sich drehen oder nachts auf die Toilette gehen, weil ansonsten wäre dein Platz sofort zu. Und dann müsstest du die ganze Reihe von Menschen wecken, um da wieder dich hineinzuquetschen. Also mir ist das einmal passiert, dass ich auf die Toilette gegangen bin und dann war es unmöglich, da wieder rein. Also ich bin dann die Nacht stehend oder sitzend auf der Toilette verbracht. Ne? Und so ist das mit allem, mit dem Waschen. Ne? Waschen tut man sich jetzt da nicht, wie man das vielleicht denkt, aus einer Dusche, sondern man hat dann so Becken, wo Wasser gefüllt wird. Man hat einen plastischen so einen Krug und dann holt man sich davon das Wasser und wäscht sich damit. Aber auch da kommen immer erst die Mafias und die Thais an die Reihe. Und vor allem, wenn man neu ist, ist man also in der dritten Reihe. Die dritte Reihe, das würde heißen, man hat dann nur noch das, was übrig ist. Das ist meistens eine schaumige, braune Brühe, mit der man sich wascht. Und ich kann mich auch noch erinnern, der erste Tag, wo ich es geschafft habe, mal vorne zu sein, von diesem frischen Wasser was zu haben, das war ein Erlebnis. Man hat mich auch versucht wegzudrücken, aber ich stand da standfest da und habe gesagt, nein, heute wasche ich mich mit diesem
sauberem Wasser, bei der medizinischen Versorgung ist es genau gleich. Man hat einen Wärter gehabt, der hat sich einen weißen Kittel angezogen, hat dann Arzt gespielt, ne? Hat dann versucht, irgendwelche Krankheiten herauszufinden. Man hat sofort gemerkt, dass es ihm sehr viel Spaß gemacht hat. Denn er hat überhaupt keine Ahnung davon gehabt und man hat halt auch Witze gemacht über Menschen, die wirklich ernste Krankheiten hatten. Das meiste, was man bekommen hat, war Paracetamol. Damit haben die auch jemanden mit Krebsgeschwür heilen wollen. Es war so, dass die zwar Antibiotikum hatten, aber immer gesagt haben, das gibt es nur zu äußersten Notfällen oder beziehungsweise du bist ja noch gar nicht tot, würden sie Witze machen, das gibt es nur kurz vor dem Tod. So ist mir auch einmal passiert, ich hatte mir einen grippalen Infekt eingefangen, ich wusste nicht genau, was es war. Nach 10 Tagen konnte ich immer noch nicht essen, ich konnte fast nichts trinken, ich wurde immer dürrer und dünner, so dass auch die Thais gesagt haben, weißer Mann, wenn du jetzt nicht was machst, wenn du jetzt nicht anfängst, irgendwas zu machen, du wirst es nicht packen. Und die Wärter mir aber jedes Mal nur gesagt haben, nein, dir geht es noch gut, hier 2 Paracetamol in die Hand gedrückt, jeden Tag und das war's. Und dann hat mir ein Herr einen Trick gezeigt. Er hat dann gesagt, du, wir könnten dir etwas geben, was man für die Krätze benutzt. Und zwar ist das eine Flüssigkeit, die hochätzend ist. Sima Lotion nennt man die. Diese Flüssigkeit, diese Lotion, man macht sie auf die Haut und innerhalb von Sekunden brennt das sofort die erste, zweite Schicht, vielleicht sogar die dritte von der Haut weg. Und so sterben oder tötet man die Krätze ab, da das sehr, sehr verbreitet ist im Gefängnis. Und er hat mir geraten, ich sollte diese Flüssigkeit mir doch unten in die Hoden schmieren. Bei uns Männern ist sehr, sehr, eine sehr weiche, empfindliche Haut und das würde eine Reaktion verursachen, die Wärter dann bestimmt vielleicht doch dazu bringt, mir Antibiotikum zu geben. Mir war egal, ich wollte einfach wieder gesund werden. Ich habe gesagt, komm her damit, denn ja, und so war das. Ich habe mir diese Lotion unten eingerieben und habe es nach Sekunden sofort bereut. Das wurde knallrot, also das war roter als jedes Rot, das ich vorher gesehen habe. Und ich habe selber schon Panik bekommen, das habe ich mir da angetan. Bin aber damit zu den Wärtern gegangen, stand dann wieder da. Der Wärter schaut mich an und sagt, weißer Mann, was willst du schon wieder hier? Ich habe gesagt, du, mir geht's nicht gut, ich habe ein Problem jetzt auch da unten. Da hat er gesagt, ja gut, zieh mal die Hose runter. Ja, und so bin ich hingegangen, habe die Hose runtergezogen und ich bin nicht mal bis zu den Knien gekommen. Er hat gesagt, mein Gott, zieh die Hose wieder hoch. Er wollte das gar nicht sehen. Der war so angeekelt davon, dass er sofort zurückgegangen ist und mir 10 Antibiotikum gebracht hat, Amoxicillin. Ich kann mich erinnern, ich habe die Amoxicillin genommen, bin langsam wieder zur Zelle gelaufen und dann habe ich meine Kollegen angeschaut, schon von Weitem. Und dann habe ich die Pillen da in die Luft gehalten und wie eine Trophäe. Und dann haben alle geschrien, ja, und die waren sehr glücklich, dass ich sie bekommen habe. Ne? Und tatsächlich habe ich mich damit auch heilen können. Nach ein paar Tagen ging es mir schon viel besser. Da unten auch. Man muss sagen, nach ein paar Tagen habe ich zwar angefangen, das alles wegzuschälen. Ne? Das sah dann aus wie bei einem ganz kleinen Kind, eine ganz weiche Babyhaut, aber auch das ist verheilt. Also was ich damit sagen will, ist, es sind sehr, sehr, sehr schwierige Umstände, denn diese Gesetze von sich ernähren zu können, schlafen zu können, sich waschen zu können, sich medizinisch versorgen zu können, ist da ganz anders gegeben als bei uns. Wie hat sich der Alltag im Knast abgespielt? Gut, ich war ja in dieser Anfangszeit in einem Art Schockzustand, obwohl es meinen Freund schlimmer erwischt hat. Er konnte 30 Tage zum Beispiel nicht auf die Toilette gehen. Erst an Tag 30 konnte er das erste Mal wirklich auf die Toilette gehen. Bei mir hielt das 18 Tage. Ich bin 18 Tage, also ich habe nur uriniert, sonst konnte ich keinen Stuhlgang hinbekommen. Aber dann recht schnell begriff ich muss was machen. Und so begann ich zu trainieren. Ich habe mit meinem eigenen Körper, was man so kennt, Liegestütze, man hat sich irgendwo gehalten, Klimmzüge gemacht, man hat Kniebeugen gemacht und ich habe mich sehr abgekapselt und habe auch da das erste Mal
die Liebe zu Büchern entdeckt. Aber es gab, abgesehen vom Schlafen und Essen, kein Pflichtprogramm? Nein, nein. Wir sind da nur rumgehangen sozusagen. Für uns gab es kein Pflichtprogramm, sodass man musste sich selber beschäftigen. Das war auch sehr, sehr wichtig. Es gab nämlich viele, die konnten das nicht und die vielleicht auch so ein bisschen in Einsamkeit geraten sind. Das waren die meist gefährdetsten. Sodass mir das Training sehr geholfen hat. Da war mal so eine Art Freiheit für mich. Und dann das Lesen hat mich dann so ein bisschen aus dem Gefängnis rausbekommen, in eine andere Welt. Ich habe allein in meinem ersten Gefängnis in Phuket, wo ich 1 Jahr 7 Monate war, 100 plus Bücher verschlungen. Also das fände ich vielleicht sogar mehr. Ich habe von allen, die Bücher besaßen, alle Bücher gelesen und manchmal auch zweimal. Und das war erstmal mein erster Schritt in eine gewisse Freiheit. Hat sich das dann auch auf die Hierarchie ausgewirkt? Ja, doch, man hat mir tatsächlich dann recht schnell auch den Job gegeben in Phuket. Ich sollte doch der Anführer der Weißen sein, denn wir Weißen, wir waren sehr unberechenbar. Die Thais sind ein sehr ruhiges Volk. Dann ging es natürlich auch ein bisschen weiter mit der Hierarchie. Dann konnte ich auch mit den Thais besser umgehen und man hat mich immer mehr akzeptiert in diesem ersten Gefängnis. Sie sind dann in ein Gefängnis nach Bangkok verlegt worden. Wie ging es dazu? Nach meiner Verurteilung, 13 Jahren, war klar, ich kann nicht in Phuket bleiben. Das Phuket-Gefängnis war viel zu klein, es war kein Hochsicherheitsgefängnis. Und so kam dieser Morgen, dass wir um 6 Uhr geweckt werden. Auch mein Freund, der mit mir da noch im Gefängnis war, und 2 weitere Ausländer, ein Schweizer und ein Herr aus Ghana und 4 weitere Thais. Man hat uns dann in Ketten, Füße und Hände gebunden und hat uns dann zu einem Wagen geführt, der ein Pickup war, ne, mit einer kleinen Ladefläche hinten. Da war eine Art Käfig drauf. Man hat den Käfig aufgemacht und da war klar, wir alle passen da gar nicht rein. Aber die Wärter wollten nichts davon wissen. Man hat uns noch 2 Flaschen Wasser reingelegt und die Reise begann. Keine asphaltierten Straßen, sondern Straßen mit Schlaglöchern. Jedes Mal, wenn wir ein Loch erwischt haben, sind wir in diesem Käfig hoch und runter, ne, aufgesprungen. Und die Fahrt ging 16 Stunden lang. Wir wurden 2-mal rausgeholt, um auf die Toilette zu gehen. Man hat uns auch was zum Essen gegeben. Das erste Mal an einer Tankstelle. Die Wärter haben das erste Mal den Käfig aufgemacht und gesehen, dass wir schon sehr viel Erbrochenes hatten. Also ich jetzt nicht, aber es waren einige Thais, die sich erbrochen haben. Einige Thais haben es nicht geschafft, in die Flasche zu urinieren. Das heißt, der Urin lag überall da und wir stanken bestialisch. Ja, also die Überfahrt war, wir kamen an. Uns hat man Mut gemacht, denn in Bangkok sollen die Gefängnisse viel besser sein als auf Phuket. Und wir werden doch in ein moderneres Gefängnis gebracht. Die Sache war so, dass es gibt in Bangkok 2 mittlerweile bessere Gefängnisse und trotzdem sind die viel weiter weg vom Standard, als was wir hier haben. Da sind immer noch ganz viele Menschen in einer Zelle und die Bedingungen sind auch schwer. Aber es sollte so sein, dass wir nicht in so ein Gefängnis kommen, sondern wir sollten in ein Gefängnis gebracht werden, das das Herunterkommendste und man kann sagen, das Gefängnis ist, wo man die Menschen einfach nur hinbringt und nicht mehr raushaben möchte. Man nennt das Bombard Pisset Klang. Das ist ein Gefängnis nur für Drogendealer und für Drogensüchtige. Wir wurden dahin gebracht. Wir haben recht schnell erfahren und sehen können, dass es alles noch um einige Stufen schlimmer und schlechter geht. Das war dann so, dass mich ein Gebäude erwartet hat, wo es keine anderen weißen Ausländer gab, sondern nur einen älteren Herrn aus England. Der war schon Mitte 60 und der wurde kurz darauf verlegt. Und so blieb ich alleine in diesem Gebäude 7 unter 800 Thailändern und ungefähr 30 bis 40 Afrikanern. Ja. Da wusste ich, ich muss wieder etwas tun. Ich habe vom ersten Tag an dort trainiert. Ich kam schon, muss ich sagen, in diesen 1 Jahr 7 Monaten aus Phuket schon sehr muskulös an. Ich bin mit 70 ins Gefängnis gekommen und in Bangkok hatte ich da bestimmt schon 80 Kilo.
Und den Thais hat das gefallen. Die Gangs haben mich versucht, immer anzuwerben. Aber als die gemerkt haben, dass ich da überhaupt kein Interesse zeige und mich wirklich durch meine Erfahrung in Phuket auch mein Ding durchziehe, hat man mich auch in Ruhe gelassen. Man hat richtig sehen können, wie die Bosse, also die Chefs von diesen Gangs, den Leuten gesagt haben, lass diesen weißen Mann da mal machen, lass ihn in Ruhe. Ich hatte recht schnell ein Team von 10, 15 Leuten, die wollten jeder wollte mit mir trainieren, die waren verteilt aus all diesen Gangs, es gab drei große Gangs da drin und ich hatte Jungs aus jeder Gang. Das war der einzigste Ort oder die einzigste Gruppierung, wo die Gangs miteinander was zu tun hatten. Und ich habe aber die Sprache nicht beherrscht und auf einmal musste ich da was tun. Und ich habe dann angefangen in meiner Zelle die Zeichen, die die Thailänder haben, ne, das ja in unseren Buchstaben jetzt nicht unbedingt ähnelt. 44 davon gibt es und 36 werden aber nur benutzt. Und so habe ich diese 36 Zeichen angefangen, täglich zwei zu malen. Und so habe ich alle 36 Zeichen innerhalb von ein bisschen mehr wie zwei Wochen durchgehabt. Und man hat mich dann als Übersetzer in diesem Gefängnis nach Jahren auch eingesetzt. Und so begann meine Arbeit in diesem Gebäude 7. Ich habe dann durch einen Wärter, der bestechlich war. Man hat ihm mit Geld alles abkaufen können. Er hat dann dafür gesorgt, um in diesen anderen Gebäudetrakts auch Bücher zu organisieren. Und er kam dann jeden Monat an mit einer Tüte voll 15, manchmal 20 Bücher. Ne? Und so war das, dass ich dann später auch tauschen konnte mit anderen Gefängnistrakts die Bücher. Ne? Und er hat irgendwann mal hatte ich 100 plus Bücher angesammelt und gestapelt. Ich wusste nicht mehr, wohin mit diesen Büchern. Und so hat man mir dann einen Raum gegeben. Da musste ich auch ein bisschen Geld liegen lassen, um diesen Raum zu bekommen, wo ich meine Bücher dann in ein Regal stapeln konnte. Und so war die erste Bücherei geboren von diesem Gebäude 7. Die hatten vorher keine. Und dann haben auch die Thais mich gefragt, ob sie ihre Bücher dahin machen können. Und so hatten wir eine englisch-thailändische kleine Bücherei. Und ja, mit meiner Bücherei, mit meinem Fitness haben dann auch die Wärter doch recht Gefallen an mir gehabt und aber auch die Gangs. Und man hat mir dann einen Job angeboten vom Gefängnis aus, dass ich mit ein paar Afrikanern zusammen so eine Art Security-Team habe. Das heißt, wir würden die Gefangenen, bevor sie in die Zelle gehen, auch durchsuchen. Das heißt, wir würden schauen, was haben sie denn in den Taschen versteckt? Ist da was Illegales, bevor man in die Zelle hineingeht? Die Wärter würden zwar da sitzen und uns da beobachten, wie wir das machen. Und so war das, dass ich noch mehr Beziehungen bekam. Auch da, wenn dann mal einer eine Krätze hatte, in den Zellen waren zum Beispiel Seife verboten, man durfte nichts mitnehmen, außer mal ein Buch. Und wenn jetzt einer aber die Krätze hat und Seife gebraucht hat, anstatt dass er sich irgendwo hinten hineinstecken muss oder verstecken muss, hat er mit mir sprechen können und ich würde ihm da ein Auge zudrücken, wenn er jemand war, der sich im Gefängnis auch benommen hat. Und ich konnte langsam anfangen, dieses Gefängnis umzustalten, dass man hier Gefallen für Gefallen getan hat. Ich habe nie Geld angenommen, brauchte ich nicht. Ich habe die Unterstützung damals, beziehungsweise eine Hilfe von der deutschen Botschaft gehabt, die jeder deutsche Gefangene hat. Wir kriegen da so ein Darlehen, das wir später zurückzahlen müssen. Und ich hatte auch von der Familie aus ein bisschen etwas und so konnte ich in diesem Gefängnis auch dieses Fitnessstudio machen. Irgendwann mal kam der Kampfsport, das ist eine große Sache in Thailand, wie bei uns der Fußball. Und irgendwann mal bin ich auch mit eingestiegen, durfte mitmachen und auch da recht schnell einen hohen Grad mit erreichen können, dass ich irgendwann mal zum Trainer aufgestiegen bin, dadurch, dass mein Trainer dann entlassen wurde und mir die Handschuhe übergeben hat, gesagt, er vertraut mir, ich werde das gut machen und gut behandeln. Wir hatten so zwei, drei Platzen und Handschuhe. Ich habe das dann auch alles nähen lassen, nochmal schön hergerichtet und habe da auch einen sehr berühmten Kampf geführt, der im Buch sehr gut beschrieben ist. Genau. Sie haben körperlich sehr viel gemacht, sich im Knast etabliert. Wie kam es dann zu dem spirituellen Weg? Das kam zu einer Zeit, wo ich mich noch mal in so einem tiefen Loch
gefunden habe. Ich hätte nach 4 Jahren nach Deutschland überstellt werden sollen. Man hat dann in meinem 4. Jahr im Gefängnis angefangen, die ganzen Unterlagen zu sammeln. Man hat mich unzählige Male fotografiert und Fingerabdrücke gemacht. Diese wurden nach Deutschland geschickt, von einem Gericht erstmal beglaubigt, wieder zurück von einem thailändischen Gericht. Und das ging so 1,5 Jahre. Ich saß da 5,5 Jahre. Dann August kam die deutsche Botschaft, hat mir nochmal gratuliert und gesagt, so Herr Klasanovic, wir haben schon 2 Polizisten verständigt aus Freiburg, die holen Sie dann ab. Das wird alles so ungefähr in der ersten Oktoberwoche passieren. Sie gehen nach Hause. Und ich war natürlich auf Wolke 7, habe nochmal all meine Sachen, die ich da besaß, jedem versprochen. Und wer soll das Fitness übernehmen, wer soll die Bücherei übernehmen, schon Leute organisiert, ne, mit denen ich vertraut habe. Und dann kam eine gute Freundin von mir, die auch eine Art Mutter war, die mich jahrelang da alle 2 Wochen besucht hat, eine Deutsche, die in Thailand schon seit den 80er Jahren lebt und ehrenamtlich das gemacht hat. Und sie kam dann irgendwann mal im September, Mitte September an und hat gesagt, also Maxim, ich wollte heute gar nicht dich besuchen kommen. Und habe ich gesagt, was meinst du damit? Was ist denn passiert? Ich habe gleich gemerkt, was stimmt nicht. Und sie hat gemeint, ja, deine Überstellung wurde jetzt doch abgelehnt. Ich so, was meinst du abgelehnt? Ist doch schon alles fertig. Ich gehe in 2 Wochen nach Hause. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, wir wissen auch nicht Bescheid. Es wurde in letzter Minute abgelehnt. Das ging Monate. Um 3 oder 4 Monate hat es gedauert, bis die deutsche Botschaft herausgefunden hat, dass sich ein Gesetz geändert hat, dass wir jetzt doch noch eine Strafe zahlen sollen. In meinem Fall waren es über 20.000 Euro, um überstellt werden zu können. Und in dieser Wartezeit von 3 bis 4 Monaten ging es mir recht schlecht. Ich wusste nicht, um was es geht. Ich dachte schon, vielleicht hat mein Anwalt irgendetwas noch da draußen getrickst, damit ich hier nie wieder rauskomme. So war das, dass ich da das Glück hatte, einen Herrn kennenzulernen. Dieser Herr hat neben mir seinen Schlafplatz gehabt und er war aus Nepal, aus Kathmandu. Man hat ihn als Mönch verkleidet und in Bangkok erwischt mit Haschisch. Und als dieser Herr ins Gefängnis kam, ging es ihm sehr, sehr schlecht. Er hat seine 2 Kinder zu Hause gelassen mit Frau, hat gesagt, er kommt abends wieder, hat das erste Mal so eine Reise gemacht und man hat ihn erwischt und er lag jetzt im Gefängnis. Aber ich habe den Herrn beobachtet, wie er schon nach gewisser Zeit immer morgens, wenn man vielleicht auf die Toilette ging, 3, 4 Uhr morgens, saß der im Schneidersitz und mit geschlossenen Augen und saß nur da. Und ich habe immer gedacht, der Arme, der kann nicht schlafen, was macht der da? Ne? Bestimmt geht ganz viel durch seinen Kopf. Ich hatte keine Ahnung, ich war ahnungslos, was er da macht. Und so kam dieser Tag, wo ich wieder von einem Besuch kam, von der Botschaft, die hatten keine guten Nachrichten und er mich dann angeschaut hat und gesagt hat, Maxim, du sollst mal richtig atmen. Du atmest doch gar nicht richtig. Schau mal, natürlich geht es dir schlecht. Ja, ich habe ihn nur angeschaut, habe gesagt, was willst du von mir? Was heißt, ich atme es nicht richtig? Ich war schon genervt. Und dann, wenn ich nicht atmen würde, würde ich doch tot sein. Ne? Ich natürlich atme. Ich dachte, nein, versuch mal richtig durchzuatmen. Nimm mal kraftvoll Luft und halte die mal 1, 2 Sekunden und dann erst ausatmen und kraftvoll ausatmen. Atme mal alles raus. Und dann bleib mal und hör dir mal diese Stille an. Und ich habe das gemacht. Ich habe das 5-mal gemacht. Tief eingeatmet, gehalten, gehalten und dann ausgeatmet. Alles raus. Und dann nochmal. Und ich muss sagen, das war das allererste Mal in Monaten, dass ich so einen Funken von Ruhe hatte. So eine Leichtigkeit gespürt habe. Dann habe ich ihn gefragt, du sag mal, das, was du jeden Morgen machst, da rumsitzen, kannst du mir das mal zeigen, mal mitnehmen? Er hat gemeint, klar, lass uns morgen früh gemeinsam aufstehen. Er hat mich dann geweckt und wir saßen nebeneinander. Schneidersitz ging ja schon sehr gut, dadurch, dass wir immer nur auf dem Boden verbracht haben. Und ich saß dann am Schneidersitz, habe mich aufgebaut, habe ihn angeschaut, habe gesagt, gut, was soll ich denn jetzt sagen? Was muss ich denn jetzt sagen? Er hat mich angeschaut und nein, du musst nichts sagen. Einfach nur sitzen und atmen. Also, das kann ja nicht alles sein, nur sitzen und atmen. Ich meine, doch, wirklich. Und wenn da mal ein Gedanke kommt, dann geh zurück zur Atmung. Spür mal deine Atmung und lass dich nur darauf ein.
Ich habe gesagt, wenn das alles ist, ist ja kein Problem. Also saß ich da, habe die Augen geschlossen und habe versucht zu atmen. Und sobald ich die Augen zu hatte, habe ich gehört und gespürt und wie Gedanken kamen und gingen. Und da war eine Schnelligkeit, eine Achterbahn in mir drin. Da war nichts mit Atmen. Da war nur, mein Gott, ich wollte die Augen wieder öffnen. Das war mir zu viel. Ich habe nach 5 Minuten abgebrochen. Habe geglaubt, das ist nichts für mich. Da muss man vielleicht ein Talent dafür haben. Oder man muss Asiate sein. Wir Europäer sind nicht geeignet dafür. An diesem besagten Tag, man holt uns aus der Zelle raus. Wir verbringen tagsüber ein paar Stunden in so einem Fußballplatz, in so einem, draußen, in so einem Hof. Und es ist immer das gleiche Bild. Du hast die Wände, Stacheldraht, blauer Himmel und man schaut, an diesem Tag schaue ich diesen blauen Himmel an. Ich werde es nie vergessen und denke, irgendwie fühlt sich heute was anders an. Also, ich konnte es nicht beschreiben, aber es war irgendwie anders, dieser besagte Morgen. Also so Blitzmomente, so Kurzmomente. Ich sagte, kann das was mit dem zu tun haben, mit diesen 5 qualvollen Minuten? Also habe ich nächsten Morgen nochmal gesagt, egal, ich setze mich wieder hin. Und ich habe weitergemacht. Irgendwann mal ist auch der Herr entlassen worden vor mir. Aber ich saß da. Aus 5 Minuten wurden 10, aus 10 wurden 15. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich meine Augen aufgemacht habe und gesehen habe, dass ich eine halbe Stunde saß. Ich habe es nicht glauben können. So, ich habe gemerkt in dieser Zeit recht schnell, dass Ruhe meine Medizin war, mein Balsam war Ruhe. Und zwar waren das am Anfang keine Minutenruhe, es waren Sekundenruhe. Mal 5 Sekunden atmen, das kann sehr lange vorkommen, wenn man 5 Sekunden nur atmet. Und ich habe immer wieder versucht, diese 5 Sekunden zu genießen. Und da mal einen Schnitt in dieser endlosen Gedankenkette, die ja schon morgens oder mitten in der Nacht wachst du auf und dann fängt das an. Und dann findest du keinen Schlaf mehr. Ne? So, und dann kam das erste Yoga-Heft. Es war ein Yoga-Journal in englischer Sprache. Es kam von einem anderen Gebäude rüber und ich habe dann das natürlich auch gelesen. Man liest da alles, selbst das kleinste Stück Papier, was man findet, liest man. Man ist froh, was zu lesen hat. Und ich habe da mal reingeblättert und ja, Frauen, die da irgendwelche Dehnübungen gemacht haben. Und ich habe das mal durchgelesen und habe gedacht, gut, ich probiere das einfach mal am nächsten Morgen. Mal ein paar Stellungen drin und ich muss sagen, diese erste Atmung, das Einatmen und lange Ausatmen, habe ich dann mittlerweile schon mit ganz vielen anderen kombiniert. Ich habe dann mal hyperventiliert oder ich habe mal 3 oder 4 Mal ausgeatmet stark und einmal ein. Ich habe sehr viel getestet, was schaffe ich denn mit dieser Atmung, um diese Unterbrechungen in dieser Gedankenkette hinzubekommen. Mir war es sehr wichtig, dass ich einfach diesen Ruhezustand wieder abrufen kann. Ich habe gemerkt, da lebt etwas in mir. Und dieses Etwas ist meine Heilung, mein Balsam. Ich habe das spüren können. Und ich wusste aber auch gleichzeitig, dass ich geteilt bin. Da ist noch dieser Kopfmensch. Da, wo viel nur erzählt und mein Glaube irgendwie mir irgendetwas sagen möchte. Ich habe mich wiedererkannt oder mal meine Eltern oder mal einen Lehrer oder einen guten Freund und habe da irgendwie dann einen Sinn draus machen können, was da in meinem Kopf rumschwirrt. Aber diesen anderen Ort immer wieder besuchen wollen. Ich habe gemerkt, da ist etwas, das ist kein Aberglaube, sondern ich bilde mir das nicht ein. Das ist da und das fühlt sich wohl an. Das ist eine Quelle von Wohlgefühl. Und so habe ich mit diesen Atemtechniken viel rumexperimentiert, um immer wieder dahin zu kommen. Als ich dann an diesem Morgen die erste Yoga-Stellung gemacht habe, ich kann mich genau erinnern, es war eine sitzende Vorwärtsbeuge. Also ich sitze da, meine Beine sind ausgestreckt mit geradem Oberkörper und will da hier meine Zehen berühren. Aber natürlich kam ich nur bis zu den Knien und das hat gezogen. Und ich sagte, oh, das zieht aber. Ne? Durch mein vieles Fitness war ich ein bisschen sehr eingeengt durch diese Muskeln, konnte nicht viel machen. Aber ich bin dann zu einem Punkt hingegangen, wo dieses Ziehen angefangen hat, sich mit meiner Atmung, die ich dann benutzt habe, dieses starke Ein- und lange Ausatmen, irgendwie auch wohl zu fühlen. Das hat sich irgendwie gut angefühlt. Und so hielt ich diese Stellung und habe gemerkt, oh mein Gott, das geht ja
bis ins Herz, berauschend, fühlt sich richtig gut an. Nimm dir noch mehr und noch ein paar Atemzüge. Und ich weiß nicht, wie lange ich in dieser ersten Vorwärtsbeuge verbracht habe, aber es war unglaublich gut. Ich merkte, dass ich doch länger jetzt als 5 Sekunden, beziehungsweise ich habe ja mit ein paar Atemtechniken schon 10 Sekunden hinbekommen. 10 Sekunden Ruhe, 10 Sekunden Bewusstsein spüren, war ja für mich, wow, ein unglaubliches Erlebnis. Und durch diese zweite Hilfe, Atmung und Dehnung vereint, wusste ich, mein Gott, da geht noch einiges. Und so war die Interesse zu Yoga geboren. Für mich war das am Anfang ein Trick, eine Trickserei. Ob das gesund für den Körper ist und was das mit deinen Fasziengelenken und all das tut, das habe ich erst Jahre später, als ich die Ausbildung hier in der Freiheit gemacht habe, erfahren. Für mich war das am Anfang nur eins. Ein Trick, in diese Welt eintauchen zu dürfen, so wie die Atemtechniken waren. Und geboren wurde ein hohes Interesse in mir, dass ich anfing, etwas mit einem Apfel zu machen, auf eine Art und Weise ihn zu verspeisen, die dich auch wieder zu diesem Ort bringt. Ich hatte die Gelegenheit, eine Laufmeditation mit ein paar Mönchen mitzumachen, die da ein Kurs angeboten haben, die zwar nur für die Thais war, aber man hat mich dann doch da mitmachen lassen. Und 40 Tage ich mit denen meditiert habe und eine Laufmeditation gelernt habe, die ich dann später auf meine Art und Weise nochmal ein bisschen geändert habe. Ich habe mit allem versucht zu praktizieren. Beim Zuhören habe ich irgendwann mal einen Weg gefunden, dass ich da hinkomme, an diesen Ort, der aber gleichzeitig dich so eine hohe Wahrnehmung zulässt, dass du den Menschen aus deinem ganzen Wesen zuhörst. Du hörst ihn ganz tief in ihn hinein. Und es wurde immer intensiver. Ich habe dann 3-4 Jahre extrem viel Zeit damit verbracht, um diesen Zustand. Und so habe ich angefangen, diesen Kopfmenschen, Maxim, und diesen Bewusstseinsmaxim natürlich zu ändern. Umso öfter ich den Weg dahin geschafft habe, in dieses kleine Paradies, das ich entdeckt habe, wurde das natürlich immer stärker, immer größer. Es wuchs. Und das andere konnte man richtig beobachten, wie es ja, das erste Mal in meinen Träumen, und ich mal morgens aufgewacht bin und gemerkt habe, mein Gott, was passiert hier? Von dem Menschen, der gerade noch Albträume hatte und immer wieder den gleichen Traum seit Jahren über meine Tochter, wie ich sie suche und sie nicht finden kann. Das hat mich jahrelang, also ein Jahr intensiv beschäftigt, dieser Traum. Das waren richtige Albträume. Auf einmal ändert sich die Geschichte in meinem Kopf. Und das war, wie gesagt, mit den Träumen sehr gut zu erkennen, aber auch, dass Dinge, die mich vorher gestört haben im Gefängnis, die sehr unzählige Sachen waren, auf einmal mit einem ganz anderen Verständnis passiert sind. Und da wusste ich, das, was ich mache, ist mehr als nur Glaube. Es ist eine transformative Geschichte, die unglaublich schnell ging. Und ich konnte regelrecht beobachten, was hier passiert. Hatte diese Veränderung auch Auswirkungen auf die Mithäftlinge? Absolut. Also morgens um 4 Uhr habe ich ja meine Routine gehabt, wenn die anderen geschlafen haben, lag ich da, beziehungsweise habe angefangen mit Yoga, dann mit Atemtechniken und dann habe ich in Meditation verbracht und am Schluss habe ich mein Gebet gesagt. Ich habe immer gebetet und so war das meine Routine jahrelang. Und wenn ich da rausgekommen bin, dann bin ich da in einen Zustand gewesen, man hat das Grinsen nicht wegbekommen. Das war ein so unglaublich intensiv zufriedener Zustand, der schon mit Glücksgefühlen gepaart war. Also ich hatte auch ein paar sehr intensive Erlebnisse, das auch im Buch gut beschrieben ist, dass ich erst später erfahren würde, dass es dafür spirituelle Namen gibt, wie den Samadhi-Weg oder wo du tatsächlich auch optisch anfängst, aus so einem Zustand rauszukommen und Sachen zu sehen, in Zeitlupe oder in Farben. Oder es war an einem Tag eine hochintensive Erfahrung, die ich bestimmt mein Leben lang nicht vergessen werde, die mich auch später
immer wieder dazu getrieben hat, dass ich das wollte und gesucht habe. Ich habe dann eine sehr lange Zeit damit verbracht, wieder diesen Zustand zu finden, den ich nur einmal so extrem miterleben durfte. Können Sie diese besondere Erfahrung schildern? Wie kam es dazu? Ja, dieser bestimmte Tag begann genauso wie alle anderen Tage. Ich würde sitzen und ich habe es schon so weit geschafft. Erstmal saß ich schon fast 45 Minuten, ohne dabei irgendwie zu spüren, die Zeit zu merken. Aber was war es, dass meine Konzentration lag bei den Nasenflügeln immer, sodass ich die Ein- und die Ausatmung hier spüren konnte. Und da begann meine Ruhephase. Erstmal zur Ruhe kommen. Das war Schritt 1. Das heißt, die Gedanken sammeln, dann anhalten, zur Seite schieben, ausruhen und hier anfangen, in die Ruhe zu gelangen. Und dann begann der Weg ins Bewusstsein. Bewusstsein war für mich etwas Hochberauschendes. Also am Anfang war es so ein Wohlgefühl, aber irgendwann mal war es Glücksgefühle. Man konnte spüren, was hier passiert. Dass es durch den ganzen Körper fließt und ein unglaubliches Lächeln in dir, das konntest du gar nicht aufhalten. Egal ob bei der Ein- oder bei der Ausatmung, es war das Schönste, was man hat spüren können. Und das hatte ich schon sehr gut drauf, fast jeden Morgen. Und sobald es dann die Zeit war, um die Zelle zu verlassen, würde ich meine Augen öffnen, die Zellentür würde aufgehen und ich würde mit den anderen rausgehen, ich würde lächeln, ich würde mich gut fühlen und dieses würde so noch ein bisschen anhalten. Und an diesem besagten Tag, ich mache wieder die Augen auf, das Lächeln ist da, genau wie an anderen Tagen. Ich stehe auf, fange an zu laufen und es wird immer schöner. Jeder Schritt fühlt sich genauso wie meine Nasenflügel an, sehr berauschend. Und ich laufe und denke, das ist aber heute schön, sehr besonders. Und dann geht es so die Treppen runter. Und ich merke, ich muss dazu sagen, ich war dann immer so einer der Ersten, der raus durfte durch meinen Job, den ich dann da hatte. Mit dem Security-Team waren wir so ungefähr 10 Mann, die als Erstes rausgehen und die anderen kommen so in einer halben Stunde nach. Und ich laufe die Treppen runter und merke, wie meine Atmung immer tiefer wird und das Glücksgefühl immer noch da ist, was vorher nie war, sondern so langsam würde es jetzt schon wieder ausklinken. Aber an dem Tag, und ich merke, mein Gott, wie toll ist das denn heute? Und ich komme da raus und schaue diesen Hof an und merke, dass das Grau und das Blau und das Stacheldraht so intensiver wurden, dass ich dachte, irgendwas ist hier an, irgendwas stimmt hier nicht. Aber dieses war kein Angstgefühl, sondern eher so ein, oh mein Gott, noch mehr davon. Und ich kann mich erinnern, ich bin zu diesem Waschbecken gegangen, habe meine Plastikschüssel gehabt und habe dieses Wasser genommen. Und in dem Moment, wo ich das Wasser so hochhalte, merke ich, wie ich jeden Tropfen aus dem Augenwinkel beobachten kann. Also es war, ich weiß nicht, ob man das bestimmt in einem Film oder in einer Matrix, gibt es ja, wo dann irgendwann mal alles in Zeitlupe gesehen wird. So ungefähr war das. Ich habe das Wasser auf mich drauf platschen lassen und gespürt, als ob da jeder Tropfen einzeln sein Gefühl mitbringt. Aber auch in einer Zeitlupe, wo ich das so beobachten konnte, habe ich gedacht, mein Gott, was ist denn hier? Und ich wollte nicht aufhören. Und das war ein Gefühl, ich wollte nie wieder einen normalen Zustand erreichen. Ich habe dann meinen Job gehabt, wo ich dann mit einem anderen dastand, wenn jetzt alle anderen aus den Zellen kommen, um zu schauen, dass da nichts rübergegeben wird. Und ich musste dann meinem Freund, der immer neben mir stand und das beobachtete, sagen, du, ich muss dich heute hier alleine lassen. Ich wollte einfach mich nirgendwo zurückziehen und da und das genießen. Und wir reden hier von einem Zustand, der mindestens schon eine halbe Stunde anhielt. Es hörte nicht auf. Und so saß ich da, ich habe mich zurückgezogen an ein Eck und saß da und habe nur beobachtet, wie jetzt diese Leute rauskommen. Ich kann mich erinnern, dass selbst das Wasser lief mir im Mund zusammen. Das war, ich kann mich sehr gut erinnern, auch heute, wenn ich daran denke, es kommt so ein bisschen hoch. Und dann kamen diese Leute, diese Eindrücke. Und dann wurde ich umzingelt, natürlich 850 Leute. Und so langsam verschwand es. Lange ich konnte beobachten, ich hatte dieses Gefühl so, nein, es geht weg. Bin dann wieder zurückgelaufen und es hat sich wieder eingeklinkt. Dieser Tag würde dann dazu führen, dass ich manchmal in den darauffolgenden Tagen stundenlang meditiert habe. Ich habe es immer wieder versucht.
Ich war verrückt danach. Ich habe gedacht, ich muss da wieder hin, ich muss es wieder schaffen. Ich würde erst in einer gewissen Zeit später aufhören damit. Ich habe dann gesagt, nein, hör auf damit. Wenn es kommt, wenn es dazu kommen soll, dann wird es kommen. Ich habe nach bestimmten Regeln gelebt, die vielleicht dazu geführt haben, später analysiert. Ich habe ja sehr wenig gegessen. Mein letztes Essen war um 2.30 Uhr mittags. Das nächste würde um 7:30 sein. Man hatte diese lange Zeit ohne Essen. Aber ich habe auch immer noch von Samstag 2.30 Uhr bis Sonntag 2.30 Uhr gefastet, nochmal dazu. Ich muss sagen, ich habe mit einer Kirche mit aufgebaut, da drin mit Gefangenen, habe da auch das Wort Gottes gepredigt, 3 Jahre lang mich dafür immer vorbereitet und bin da durch das Christentum ein bisschen auf das Fasten gekommen, ne? Im Neuen Testament sehr viel und auch im Alten. Und so habe ich das mal ausprobiert und gemerkt, das tut mir sehr gut. Obwohl ich schon sehr unterernährt war und trainiert habe, habe ich gespürt, es tut mir gut. Und diese ganzen Gesetze, die ich da verfolgt habe, ich habe zum Beispiel auch mal ein Gesetz jahrelang verfolgt, dass Lügen überhaupt nicht erlaubt war. Das heißt, Lügen nicht in der Art, dass man etwas falsch oder eine Lüge sagt, und das wäre schon das Extreme, das wäre gar nicht gegangen, sondern auch die Sachen nicht verschönern. Also sich schönreden, um in seinen Vorteil zu kommen, das habe ich jahrelang praktiziert und sagen, das geht auch nicht so. Und immer zu jeder Zeit genau die Wahrheit aussprechen und nichts als die pure Wahrheit. Und das war am Anfang sehr schwierig, aber ich bin da reingekommen. Und ich habe auch etwas praktiziert, was hieß, jeden Tag etwas Gutes zu tun. Das heißt, es konnte sein, jemand beim Wäschewaschen oder beim Geschirrwaschen oder aber auch jemandem nur wohlwünschen und ihm alles Gute wünschen, ohne dass er es weiß, im Herzen ein kurzes Gebet zu führen und zu sagen, lieber Gott, segne auch ihn oder hilf ihm gerade mit seiner Verletzung oder dass die anderen jetzt was gegen ihn haben, lass ihn doch da aufleuchten. Und ja, das war für mich auf einmal Standard. Ich habe das nicht nur einmal am Tag gemacht, sondern dieses Ganze muss wahrscheinlich geführt haben, heute analysiert, dass ich zu diesem extremen Zustand kam. Ne? Und ich habe recht schnell begriffen, dass dieser Ort, der in mir lebt, dieses mein Zuhause, mein Paradies, mein wirklicher Ort ist, mein wirklicher Zustand, dass der Kopfmensch mich einfach nur dazu dient, um zu funktionieren, ne? Um gewisse Pflichten zu erledigen und ne? Um sozial hier noch eine Verbindung zu besitzen. Aber dass es nichts Reelles war im Vergleich zu dem, was aus einer authentischen Form mich verändert hat, aus einer wirklich sehr präzisen, aus einem Bewusstsein, das nicht falsch liegt, immer richtig liegt. Ne? Man sagt, was man sagen möchte. Man vergisst auch nicht, was zu sagen. Man weiß, dass das, was man gesagt hat, genau da angekommen ist. Genau an diesem Punkt, wo ich es sagen wollte. Mein Geschmack hat sich geändert. Ich habe dann, wie gesagt, etwas, das im Buch sehr gut beschrieben ist, diese Wege mit Essen experimentiert. Und so war das, dass dieser Ort, dieses Zuhause mein Leben mehr beherrscht hat als der Kopfmensch. Und ich dadurch angefangen habe, auch zu schreiben. Ich habe meine ersten Retreats oder Seminare schon in der Zelle aufgeschrieben. Sie hatten zu Beginn unseres Gesprächs Ihr Tagebuch erwähnt. Haben Sie daran immer weiter geschrieben? Mein erstes Tagebuch bestand aus Fetzen von Papier in Phuket und ich war ja in diesem Wow-Zustand. Mein Gott, was ist hier los? Kann das sein? Und ich hatte Material, da hätte ich ein paar Bücher machen können. Und irgendwann mal komme ich an mein Versteck an, wo dieses Material gelagert war und das war weg. Mein Tagebuch war weg. Ich habe dann gesucht und gefragt und irgendwann mal haben die Thais mir gesagt, du pass auf, die Wärter, die haben da was dagegen. Du kannst hier nicht anfangen zu schreiben. Mein Tagebuch war weg. So begann ich das Ganze nochmal rekonstruieren und sagen, okay, was habe ich denn noch im Kopf und habe das Ganze nochmal aufgeschrieben und in Briefen an meine Mutter nach Deutschland geschickt. Es war dann so, dass meine Eltern kamen ja auch in den 60er Jahren nach Deutschland und ich noch die alte Sprache kann. So begann ich auf Serbo-Kroatisch zu schreiben.
Jetzt war aber das Problem, dass nach zwei, drei Briefen, ich wollte jetzt meine Mutter auch nicht beunruhigen mit diesen Geschichten, ne, was hier passiert. Da habe ich gesagt, das kannst du nicht machen, die arme Frau, die wird das lesen. So begann ich, zum Glück habe ich noch, bin ich der spanischen Sprache mächtig und habe angefangen auf Spanisch zu schreiben. Die Wärter konnten es nicht übersetzen, meine Mutter konnte es nicht übersetzen. Ich habe 168 Briefe gezählt und dann kam der Moment, wo der König von Thailand auch gestorben ist. Man hat da jahrelang ihn beobachtet, er war sehr krank, er war ein sehr beliebter König, König Nummer 9. Und man hat immer geglaubt, wenn er stirbt, dann gibt es eine große Amnestie, wir werden alle nach Hause gehen, ne? Mindestens die Hälfte unserer Strafe wird erlassen. Und er starb und es gab eine Amnestie, aber die Amnestie war nur ein Fünftel von der Strafe. Sozusagen ein Fünftel wurde dir entlassen, wenn du eine gewisse Klasse, also ein Benehmen hattest. Und das war bei mir zum Glück die höchste Stufe, exzellent. Und so kam ich in dieses ein Fünftel mit hinein. Das war eine Amnestie, die generell für alle Gefangenen galt? Für alle Gefangenen, genau. Bei Drogenfällen war es ein Fünftel, bei anderen Fällen war es sogar bis zur Hälfte. Ne? Zum Beispiel, also alle anderen eigentlich waren bis zur Hälfte. Nur die Drogen, die da sehr streng gesehen werden, nur ein Fünftel. Und dann hat es mir nicht gereicht zum Gehen, sondern es hieß, es würde noch eine Amnestie kommen bei der Krönung vom neuen König. Und der König wusste aber noch nicht, der Neue, ob der König werden wollte. Und es hat 2 Jahre gedauert, bis er sich entschieden hat. Und da gab es eine Amnestie. Es hieß erstmal, es ist nicht sicher, ob es für uns Ausländer sein wird, das ist nur für die Thais. Und es war alles so ein Ungewiss. Es waren sehr turbulente 2 Jahre des Wartens für viele, denn viele hatten auch hohe, hohe Strafen. Und dann kam der Tag und es sollte wieder ein Fünftel sein. Und dieses Fünftel hat mir aber gereicht. Zu dem Zeitpunkt saß ich schon über 8 Jahre und 1 Monat. Und dieses Fünftel soll mich nach Hause bringen. Und dann kam der Tag, wo ich dann überzeugt war, ich werde gehen. Denn es kam eine Liste in unser Gebäude an. Und auf dieser Liste stand mein Name mit drauf, dass ich nach Hause gehe. Das heißt, Sie mussten nach dieser ersten Amnestie 2 Jahre lang warten, bis Sie Ihren Namen wirklich auf der Liste gefunden haben? Ganz genau, ja. Bis es zu dieser Krönung kam. Und auch wie gesagt, es war sehr schwierig. Es kamen täglich neue Nachrichten. Die Krönung passiert im nächsten Monat oder im übernächsten. Es war sehr schwierig, diese 2 Jahre abzuwarten. Wie haben Sie das dann erlebt, die Aussicht gehen zu dürfen, frei zu sein? Es war tatsächlich ein Zuhause geworden für mich. Gefängnis war mein Zuhause. Und ich habe auch nie 100% darauf vertrauen können, dass ich gehe. Denn es gab Beispiele von anderen, die gegangen sind und wieder reingebracht wurden, noch am gleichen Tag. Dass es einen Fehler gab oder dass es von der Polizei noch mal eine andere Anklage gab. Man hat die erstmal die erste absitzen lassen und dann hat man sie am gleichen Tag oder am nächsten Tag wieder reingebracht. Und davon gab es ganz viele Beispiele, sodass man immer so ein bisschen ein murmeliges Gefühl hatte, oh, ich will einfach nur gehen und hoffentlich passiert das. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich diesen Ort in mir gefunden habe, war mein Zustand lange nicht so wie bei den anderen, sondern ich habe immer darauf vertraut, dass ich nach Hause gehen werde, beziehungsweise als ich angefangen habe, meditativ oder mental an mir zu arbeiten, hat sich ja meine Geschichte verändert. Ne? Das, was vorher unsicher war, das, was ängstlich war, hat angefangen, recht schnell umzuschwingen. Auf einmal wusste ich, ich gehe nach Hause und ich wusste, ich würde es überleben. Und ich wusste auch, wenn ich rausgehe, was ich alles machen werde. Ich wusste in meiner Zelle schon all das, was mir jetzt gerade passiert. Ich habe das sehen können und all das, was noch in den nächsten paar Jahren kommen wird, habe ich auch schon gesehen. Hatten Sie damals auch schon den Entschluss gefasst, ein Buch zu schreiben? Absolut. Ich habe ein Buch geplant, ich habe meine ersten Seminare und Retreats schon in der Zelle aufgeschrieben, genau wie sie aussehen werden. Das ist auch genau das, was ich heute mache. Ich habe jetzt zwar schon 2, 3 Ausbildungen hinter mir, die Yoga-Lehrer-Ausbildung und Yoga-Therapeutisch und den Fitnesstrainer habe ich auch gemacht. Natürlich ist es alles noch ein bisschen runder geworden, aber ich habe in der Zelle doch aufgeschrieben und meine Zukunft da schon geplant. Und das war aus diesem Bewusstseinsort entstanden. Der hat mir meine Bilder verändert. Meine innere Stimme
konnte man lieben lernen. Und das ist was ganz Fantastisches. Wenn das, was dir die innere Stimme sagt, dein Aussehen, aber auch das, was du siehst, veränderst. Du merkst ja richtig, dass das, was du vorher gesehen hast, anderen Eindruck auf dich hatte als heute. Heute schaust du und es ist ein Verständnis da. Und dieses Verständnis ist ein universelles Verständnis. Es ist nichts etwas, wo man sagt, ja, da muss man Erfahrung haben oder da muss man muss sich damit beschäftigt haben. Nö, man muss diesen Ort kennengelernt haben, um ein generelles Verständnis fürs Leben zu besitzen. Und das hatte ich. Und man kann es auch so diese Urantwort vielleicht nennen, eine Antwort auf alles, die aber so ausgerichtet ist, dass sie dafür sorgt, damit wir Zufriedenheit mit den Momenten im Leben besitzen. Ne? Man schafft es dahin, da lebt etwas und da sagt ihr, hey, ist alles gut, genauso wie es ist, es ist genau gut. Und dann fängt es dann, dir einen Sinn draus zu machen. Auf einmal merkst du, klar, also es ist ein Termin vielleicht doch abgesagt worden und dann denkst du in einem Moment, ach, wie schade und wie doof. Und im nächsten Moment heißt es, nein, genau richtig, denn das kommt noch was viel Besseres, man musste das ändern, denn es kommt zeitlich noch viel besser. Und dann sagt, oh super, da bin ich aber froh. Vertrauen, dass sich alles fügen wird. Ja, man ist froh, man sagt, Mensch, da bin ich ja glücklich drüber. Also man hat das selber geschafft, es kommt jetzt keiner von außen und sagt dir das, sondern das ist eben, was da in dir drin steckt und lebt und diese Macht besitzt, dir das zu erklären. Sie haben erzählt, dass Sie vor Ihrer Inhaftierung ja auch schon Drogenerfahrungen gemacht haben. Sind diese Erfahrungen in irgendeiner Form vergleichbar mit diesen besonderen Bewusstseinszuständen der Lebensnähe, zu denen Sie dann gefunden haben? Also es ist nicht vergleichbar mit dem Zustand der Drogen. In einem Drogenrausch, ob das Kokain ist oder ob man Gras rauchen würde oder Ecstasy nehme, spielt keine Rolle. Es ist ein Zustand, der kein Verständnis mitbringt, dass man weiß, was hier ist. Man weiß, man ist berauscht und man genießt ihn, aber es fehlt das Wissen. In diesem Zustand, dass das Bewusstsein mit sich bringt, ist eine hochintelligente Form von Wissen mit dabei, das dir in einer Sprache etwas sagt, das man versteht, aber sie besitzt keine Wörter, sondern sie sagt nur, hey, es ist genau richtig. Da bist du zu Hause, das ist deine Quelle und das wird von Mal zu Mal in deinem Leben sich auswirken. Das ist ja das Tolle dran. Das, was wir hier finden, es spielt keine Rolle, ob es die Gesundheit, ob es das Liebesleben, der Erfolg ist. Man kann regelrecht beobachten, wie es etwas draus macht, wie sich alles verändert. In einem Drogenrausch, in einem Drogenzustand kann man merken, wie es bergab geht. Man kann das beobachten, auch wenn es bei mir nicht der Fall war, dadurch, dass ich immer viel Geld verdient habe und geglaubt habe, dass mein Kokainkonsum zum Beispiel mich weiter nach oben bringt. Ich glaubte ja immer, ich bin auf der Leiter, die nach oben steigt. Ich wusste nicht, dass es eigentlich schon der Weg nach unten war. Ne? Aber für Menschen, Drogensüchtige, die dieses Kapital nicht hatten, die wissen schon, dass es ihnen nicht gut geht. Die können das gut beurteilen. Es ist wie ein Raucher, der weiß, dass es ihm nicht gut tut. Und deshalb ist es komplett zu unterscheiden. Es ist hier etwas ganz Besonderes. Und diesen Rausch, den ich an diesem Tag hatte, oder an vielen Tagen, muss ich sagen, hatte ich ja ein unglaubliches Glücksgefühl. Dass es an diesem einen Tag so besonders war, ist jetzt eine andere Sache. Aber ich hatte an vielen Tagen so ein Glücksgefühl in mir, das kann dir kein Arzt besorgen, das kann keine Pille beschaffen, das kann keine Droge, das geht nicht. Ne? Das ist etwas, das vielleicht man als Heiligtum nennen kann. Denn darin besteht die Essenz, wo man sagen kann, kann ich jetzt irgendwie mit dem Wort Gott umgehen, sagen wir mal, oder mit dem Wort Heiligtum, was heißt denn heilig sein? Ne? Und vorher war es nur ein Wort, eine Geschichte, entweder du glaubst dran oder nicht. Und jetzt auf einmal ist es ein Ort, etwas, das lebt. Es macht dir Gedanken. Du überlegst dir, Mensch, da ist doch was. Das ist mehr als nur Glaube, als Verstand. Das wirkt ja auf mein Leben ein. Ja, dann darfst du es nennen, wie du es möchtest. Aber es ist da. Sie haben Gott erwähnt und das Wort Gottes. Welche Bedeutung hatte die christliche Orientierung für Sie schon vor dem Gefängnis?
Also ich habe vor der Gefängniszeit von meiner Mutter das Beten gelernt, als kleines Kind. Es war immer das gleiche Gebet, ein ganz kurzes Gebet. Und so habe ich das runterrezitiert. Was das Gefängnis gemacht hat, dadurch, dass ich auch als Priester bzw. als Prediger mich da alle zwei Wochen gezeigt habe und mich da auch gut vorbereitet habe, das heißt, ich habe das Alte Testament einmal ganz gelesen, das Neue habe ich unzählige Male gelesen, ich kenne da, habe da auch ganz viele Lieblingspassagen und habe auch immer das Gefühl gehabt, dass diese Verbindung zu Jesus Christus eine ganz besondere wurde, immer mehr, denn das Wenige, was ich aus ihm da rauslesen konnte, dieses wenige, sehr teils primitiv gehaltene, spürte, das ist ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was da wirklich war. Also ich konnte da sehr viel Liebe entwickeln von Mal zu Mal, dass ich sagen kann, er war so meine Bezugsperson, wo jetzt vielleicht aus dem Indischen, wenn einer sagen würde, Mensch, wir haben ja diese Gurus oder diese Lehrer, du hast ja gerne einen, auf den du da hochschaust. Für mich war es absolut Jesus Christus, obwohl ich auch Bücher dann später von anderen Tradition gelesen habe, ist das Christentum für mich was unglaublich Besonderes und habe aber immer wieder daraus predigen können, dass Gott ein universeller Gott ist. Für mich steht das so klar in diesen Schriften, dass es keine Trennung geben darf, dass man nicht dieses altorthodoxe oder predigen sollte, wie nur wir über den Glauben, den christlichen, es in den Himmel schaffen und alles andere wäre verkehrt. Das war für mich hochinteressant, wieso das viele Prediger nicht sehen. Und in dieser Kirche, in der ich gepredigt habe, waren sehr viele sehr radikale Christen aus Afrika dabei. Für die war alles andere außer Jesus Christus der Teufel. Ne? Es war für sie, bevor ich Prediger wurde, sehr schwer zu begreifen, dass man mich mal mit einem Dalai Lama-Buch gesehen hat, ne? Oder mit einem anderen indisch-traditionellen Buch. Bis ich meine erste Predigt geführt habe und auf mich da sehr gut vorbereitet habe, wochenlang. Und da eine Stunde lang geredet habe über die Menschen und über Gott und dass wir alle ihm gehören. Da habe ich einen Applaus bekommen, den ich nie erwartet hätte. Denn die haben mich so versteinert angeschaut. Ich wusste nicht, ob sie gleich über mich fallen oder was auf mich wartet. Und dann begann dieser Applaus und es war was ganz Besonderes. Und so begann mein Weg, dass ich mich immer mehr vertiefte in das Neue Testament, aber auch in das Alte. Ne? Ein Beispiel, Meditation, ne? Wird hier noch viel gepredigt, geglaubt, dass es gegen unsere Kultur wäre, gegen den Christentum, Yoga, ne? Mein Gott, das wäre aus Indien, man sollte sich bloß davon fernhalten. Tatsächlich steht das Wort Meditation unzählige Male im Alten Testament drin, auch im Neuen kann man es finden. Also und sowas, das hat mein Interesse geweckt. Und genauso auch mit meinem Glauben, christlich oder universell, dass ich heute keiner Religion folge, sondern dem Glauben folge, aber Religion für mich so, wie es jetzt und heute immer noch praktiziert wird, leider kein Thema ist. Wie war es für Sie, nachdem endgültig klar war, dass Sie wieder frei sind? Konnten Sie leicht Fuß fassen? Also als der Flieger dann aufgestiegen ist, da wusste ich gehe nach Hause. Jetzt habe ich noch mal ein zweites Paradies entdeckt. Das war die Freiheit. Das heißt, ich habe ja schon eins mit mir mitgebracht. Es gab keinen Grund zur Sorge. Im Gegenteil. Die Leute haben mich sehr beobachtet. Ich konnte das spüren. Egal, ob das meine Familie oder meine Freunde waren und haben gerne Zeit mit mir verbracht. Es war ein sehr intensiver Zustand, auch die ersten zwei, drei Monate. Man kann das mit dem Zeichentrickfilm Alice in Wunderland gut vergleichen, denn für mich war alles ein neues Wunder. Ne? Die Technologie hat sich verändert, die Autos haben sich verändert. Meine Gegend war so grün. Ich habe das früher irgendwie nie so wahrgenommen. Ich habe jahrelang keinen Baum gesehen. Auf einmal kommst du in den Schwarzwald an und du siehst diese Eindrücke, die Gerüche. Und ja, viele fragen, was war das Erste, was du unbedingt essen wolltest? An Essen war mir gar nicht gelegen, es war mir nicht wichtig. Ich habe jahrelang sehr wenig gegessen. Aber auch mal in den Supermarkt reinzugehen und die Obst- und Gemüseabteilung zu sehen, war für mich der erste Schock, wo ich dachte, mein Gott, was ist denn hier eine Orange, die du jahrelang nicht gesehen hast, eine Zwiebel, eine Tomate. Ne? Also was ganz Besonderes. Und das hielt sehr, sehr lange an.
Ja, und dann habe ich natürlich versucht, eine Arbeit zu finden. Für mich war immer noch, man darf nicht lügen, ne? Ein großes Thema, immer die Wahrheit sagen. In den ersten Bewerbungen natürlich immer gleich erzählt, meine Zeit im Gefängnis. Und auch wenn ich sympathisch war, war es halt sehr schwierig, da eine Arbeit zu finden. Und dann hat man mich gefragt, was könnte ich denn sonst noch, ne? Im Jobcenter und so. War das, dass ich meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe. Ich habe schon eine Yoga-Klasse im Gefängnis gehabt in meinem letzten Jahr und habe da gemerkt, dass es ist nicht nur etwas für mich, sondern es ist für alle. Ja, kurz darauf habe ich noch die yoga-therapeutische Ausbildung gemacht und zum Fitnesstrainer bin ich auch gekommen, da habe ich noch die Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Und so hat sich das langsam entwickelt, dass ich Yoga-Klassen aufgebaut habe. Und diesen Traum, Seminare zu führen, natürlich recht schnell verwirklicht habe. Auch durch Hilfe anderer, die gesagt haben, Mensch, das, was du machst, das funktioniert. Ich habe dann auch weiter hier ein bisschen rumexperimentiert mit Freunden, Familie. Und so habe ich 10 Übungen pro Tag für 10 Tage lang entwickelt, die 10 Sekunden festigen sollen. 10 Sekunden innehalten, lernen heißt wirkliches Spüren. Es fängt an zu brodeln, es fängt an aufzusteigen. Und das ist etwas, wo den Menschen leichter fällt, als zu sagen, setz dich mal hin und meditiere mal eine halbe Stunde. Ne? Sondern schaffst du 10 Sekunden zu genießen, dich selber zu lernen in diesen 10 Sekunden? Und das festige ich, sodass der Mensch spätestens an Tag 10 mal ein Gefühl von diesem Erwecken bekommt, aus diesem Kopf raus steigt, in ein Bewusstsein, in ein Örtchen kommt, wo er sagt, Mensch, das stimmt und da passiert etwas, das kann man fühlen. Und ich kann nur eins sagen, dass dieses Wohlgefühl durch Mentalcoaching, meditativen Lebensstil eine Auswirkung auf das Wohl hat und dass sich das dann später auch auf die Gesundheit und auf den Rest Erfolg und Liebe und Familie natürlich auch auswirkt. Es geht ja gar nicht anders. Sie sind erfolgreich als Coach tätig, leiten Seminare, Kurse, geben viel von Ihren Erfahrungen weiter. Gibt es darüber hinaus besondere Zukunftspläne? Ja, also es ist alles sehr gut angelaufen und mit meinem zweiten Buch und man hat mittlerweile auch im Balkan, das sind diese alten jugoslawischen Länder, das Ganze entdeckt. Man hat eine Doku rausgebracht, es läuft tatsächlich so, dass das Ganze sehr öffentlich wird. Und jetzt habe ich mir überlegt, gut, wenn das schon in die Schiene geht, dann darf es auch richtig öffentlich gemacht werden. Es fehlen uns noch ein paar gute spirituelle Filme. Das heißt, was ich gerne machen würde, die Geschichte sollte auch mal verfilmt werden. Man sollte die Menschen, die ein bisschen diesem Ganzen noch nicht trauen und sagen, ach, ich habe da irgendwie kein Vertrauen dazu, das ist für mich alles nur so ein bisschen Hokuspokus, ne, was die Menschen da machen. Ich würde gerne noch mehr Interesse wecken. Meine Zielgruppe sind die Skeptiker, die habe ich am liebsten, wenn die zu mir kommen. Ne. Man kann beobachten, wenn mal die Frau ihren Mann angeschleppt hat, der will da gar nicht dabei sein. Und das sind die tollsten, weil die berührt man und man spürt, was es aus ihnen macht. Und die verlieren noch mal ein Tränchen und dann ist es etwas ganz Tolles. Also, ich möchte das Ganze noch größer machen. Ich möchte gerade die Menschen erreichen, die auch sagen, hey, ich habe da wenig Vertrauen und keine Zeit und trotzdem geht es mir nicht gut, ich möchte was finden. Die Leute würde ich gerne einladen und sagen, hey, gib dem Ganzen mal eine Chance. Ich wünsche Ihnen für alle Ihre weiteren Vorhaben alles Gute. Herzlichen Dank für Ihre Offenheit und für dieses eindrucksvolle Gespräch. Ich danke Ihnen. Danke.